geehrter Andreas, sehr geehrter Herr Botschaftsrat, meine lieben Landsleute. Heute am Gedenktag des Völkermordes an Armenier sind wir wieder einmal beim Denkmal von Franz Werfel zusammengekommen, um einem Mann unsere Dankbarkeit und Hochachtung zu zollen, dem es zu verdanken ist, dass der Kampf der Armenier um ihr Leben und ihre Freiheit während des ersten Verbrechens gegen die Menschheit im 20. Jahrhundert in der ganzen Welt bekannt geworden ist. Franz Werfel, als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, wurde nach seiner Rückkehr einer der Galionsfiguren der pazifistischen intellektuellen Bewegung und stellte sich vehement gegen das größte Verbrechen der Menschheit, nämlich gegen den Krieg. Das armenische Volk, aber auch die Weltgemeinschaft, steht in der Schuld solcher herausragenden Menschen, wie der Humanist Franz Werfel einer war. Ihnen ist es zu verdanken, dass das Leid der unschuldigen Menschen nicht in Vergessenheit geriet. Ebenso haben Sie auch in Ihren Werken die Frage des Existenzrechts kleiner, unterdrückter Völker aufgeworfen. Wie die Zeitgeschichte zeigte, hatte die Leugnung des Völkermordes an Armeniern neue Tragödien zur Folge, wie den Holocaust oder die Völkermorde in Ruanda, Kambodscha und Darfur. Daher ist es immens notwendig, nach wie vor die Anerkennung des Völkermordes an Armeniern sowie Entschädigungen zu verlangen, um die Menschheit künftig vor solchen Verbrechen zu schützen. Die Anerkennung des Völkermordes durch das österreichische Parlament ist eine der wichtigsten Errungenschaften auf diesem Weg. Sie ist ein Beweis dafür, dass die zivilisierte Menschheit nach wie vor zu den humanitären Werten steht und bereit ist, die gegen die Menschheit ausgeübten Verbrechen ohne zu zögern zu verurteilen. Gleichzeitig ist diese Anerkennung ein weiterer Plus in den freundschaftlichen Beziehungen unserer beiden Länder, aber auch eine Genugtuung für die in Österreich lebende armenische Gemeinschaft. Unsere Gemeinde hat heute ihren verdienten Platz im öffentlichen Leben Österreichs. In unserem täglichen Leben sind wir natürlich angehalten, loyale und gesetzestreue Bürger unseres Einwanderungslandes zu sein. Allerdings ist es auch unsere Pflicht, unsere ursprüngliche Heimat und unsere nationale Herkunft in Ehren zu halten. Wir sind verpflichtet, unseren Kindern die jahrhundertealte Tradition unserer Nation sowie die familiären Werte beizubringen. Genauso sind wir auch verpflichtet, unserer ursprünglichen Heimat Armenien beizustehen und unsere Beiträge zu leisten, um ihr bei der Lösung von diversen Problemen behilflich zu sein. Jedem von uns sollte es bewusst sein, dass nur durch den Willen und Bemühungen des Einzelnen möglich sein wird, das eigene, aber auch das Leben in Armenien zu verbessern. Erlauben Sie mir bitte, Ihnen meinen innigsten Dank auszusprechen, dass Sie heute an diesem Platz versammelt sind. Insbesondere möchte ich mich bei unserem nicht-armenischen Freund bedanken, deren Teilnahme heute ich als ein besonderes, wertvolles Zeichen der Wertschätzung und Freundschaft unserem Volk gegenüber zu schätzen weiß.